Man kann nicht immer rauslassen, was man denkt. Man muss auch Kompromisse eingehen. Ich soll so tun, als wäre es okay, wenn dieser Oberwichtig in meinem Beisein fordert, dass ich von der Schule fliege. Paulina, da du dich nicht beherrschen kannst oder von mir aus willst, muss ich gleich doppelt und dreifach diplomatisch mit Herrn Stass sein. Klaus, das macht mir Spaß. Oh, guten Tag, Herr Stass. Sehen Sie sich das an. Eine Frechheit. Sondergleichen. Das war doch bestimmt Ihr Zögling da. Wie ich schon am Telefon sagte. Sehr gut. Es tut mir leid. Bitte entschuldigen Sie diese kindische Aktion. Die war bescheuert und wird nie wieder vorkommen. Das verspreche ich. Na gut. Dann sieh zu, dass du das irgendwie abbekommst. Dann ist für mich die Sache erledigt. Ja. Sofort, Herr Dr. Stass. Ja, bravo. Bravo, Frau Steiner. Die Mädel haben Sie ja so richtig die Leviten gelesen. Marie-Louise. Herrschaften, das ist kein Vergnügungsausflug, sondern eine Exkursion. Und die fließt in die Leistungsbewertung mit ein. Also bitte Konzentration. So, und weiter geht's. Folgen Sie mir bitte. Da kommst du nicht rein, Kleiner. Und wieso nicht? Ja, weil es da drin nicht ums Essen geht, Mann. Verstehe. Ist die Schwulenbar, in der du immer rumhängst. Ha, witzig. Ich weiß von einem aus der 12., dass da drin illegale Flatrate-Partys abgehen. Aber bei dir lohnt sich Flatrate nicht. Du bist ja sowieso nach einem Glas am Boden. Munir, was macht ihr denn da unten? Ich gehe da rein, wenn du mitmachst. Heute Abend. Na, was ist? Auf deine Verantwortung. Was habt ihr vor? Das geht echt nichts an. Guten Abend, Chef. Wie sieht's aus? Das sage ich dir, wenn ich eure Ausweise gesehen habe. Ich hoffe, unsere Papiere sind in Ordnung. Ich bekomme das immer noch nicht in den Kopf, warum dein Vater so locker drauf ist und Monier nicht. Die Skitour ist doch nur vorgeschoben. Er ist einfach immer noch sauer, weil wir ihn belogen haben. Obwohl ihr die besten Freunde... Obwohl wir die besten Freunde waren, ja. Leider. Aber könnte alles so schön sein. Ja, total. Ich finde es auch alles doof. Ich wollte ja mit ihm reden, aber jetzt ist er dran. Munir schafft es aber nicht, über seinen Schatten zu springen. Ja, denkst du, mir fällt das leicht, oder was? Nein. Aber wenn du jetzt nicht dran bleibst, dann versöhnt ihr euch nie. Auf zur nächsten Runde. Los geht's. Zug. Manuel, bitte. Na gut. Ruf ihn an. Was jetzt? Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Nichts Besonderes. Entspann dich einfach. Moment. Moment. Falsch rum. Ja? Ist da die geile Kala für mich dran? Infostopp. Klingt lieber aus. Sag jetzt endlich was. Hallo? Hallo? Quatsch nicht so lange, Alter. Keine Ahnung. Nächste Runde. Ja, klar. Warum hast du aufgelegt? Ja, keine Ahnung, da war Höllenlärm. Ich glaube, der ist in der Kneipe und wenn ich das richtig gehört habe, war Olo auch dabei. Was? Da kann nichts Gutes bei rauskommen. Wo sind die nur? Ja, das kriegen wir raus. Los. Wir sind doch voll bescheuert, ey. Ins Gehirn haben sie uns geschissen. Friede? Friede. Gib mir mal den Wodka.
Komm, Schenker, ey. Auf unsere Versöhnung. Auf die Mädels. Was passiert hier? Wird die Cafeteria geschlossen? Was? Nein. Ich habe deinen Rat befolgt. Ich kann doch meinen Traum, wieder auf einer Bühne zu stehen, nicht einfach aufgeben. Tatsächlich? Ja. Und es geht beides. Ihre Frau hatte die geniale Idee, die Cafeteria auch als Klangkunstbühne zu nutzen. Mhm. Die Kinder können hier auftreten und hoffentlich auch oft ihre Frau. Und die Cafeteria? Ja, die führe ich natürlich ganz normal weiter. Du selbst hast mich ja auf die Idee gebracht. Danke, Heiner. Das ist nicht richtig. Margarete, das ist nicht fair. Ey, was soll das? Sie sind doch keine 18. Moment, Moment, Moment. Ole. Hey. Hey, Ole. Wo ist Monier? Wo ist Monier? Monier? Ah! Monier! Monier, wach auf! Wach auf! Er reagiert gleich. Monier! Er kann noch Puls. Hey. Monier, wach auf! Alles ist relativ normal. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.